Hallo, grüßt euch und willkommen zum ersten siebte Generations Info-Video. Ja, Pokémon Sonne und Mond wurde bestätigt, beziehungsweise jetzt richtig offiziell auch mit Datum, dass es dieses Jahr im November soweit ist. Für die Japaner ein bisschen früher, für uns ein bisschen später. So ist das halt, egal. Ich werde es auch auf Japanisch spielen, sodass ich mindestens vielleicht anfangs ein bisschen Shiny Soft resetten kann. Und da haben die Leute mich schon gefragt, sag gerade, mit welchen Pokis wirst du anfangen? Was sind deine Lieblingsdinger? Was hast du vor? Etc. Welche Gen? Ja, das möchte ich gerne im Ganzen, sage ich mal, Infovideo mal so, sage ich mal, ein bisschen formulieren, sodass die Frage dann, sage ich mal, auch beantwortet ist. Ja, fangen wir einfach mit der Hauptstadt an. Ne? Alola ist auf jeden Fall, wo ich es gesehen habe, hat es mich auf jeden Fall überzeugt. Also was ich als erstes gesehen habe. Mal gucken, was da hinten sich so versteckt. Ne? Das ist auf jeden Fall nicht die ganze Stadt. Denn eins ist auf jeden Fall sofort mir aufgefallen. Und zwar eine Stadt. Acht Orden, eine Stadt. Das funktioniert nicht. Da fehlen noch ein paar Städte. Also ist die Map selber, denke ich mal, jetzt da nur ein Stückchen, ein Zipfel oder so. Weiß man nicht. Vielleicht gibt es auch Nachbarninsel, denn die Stadt selber ähnelt sehr stark an Hawaii. Ne? Vielleicht ist das eine Nachbarsinsel oder nicht. Mal gucken, wie sich das Ganze, sage ich mal, wie die das Ganze gestaltet haben. Muss man ja nicht alles sofort preisgeben. Ne? Muss man ja nicht. Da bin ich auch froh. Ich bin froh, dass die sehr wenig immer geben. Also jeden Quartal ein bisschen. Anstatt alles rauszuspoilern. Aber ein bisschen muss sein. Man muss ja ein bisschen, sage ich mal, sich schon freuen, die Starter zu sich zu ergaunern. Oder generell in der neuen Insel, sage ich mal, rumzuhüpfen. Generell wird ja auch spekuliert, dass man halt irgendwie später auf die Kalos-Region rumgurken kann. Denn da gibt es ja auch offene Fragen etc. Alles drum und dran ist ja schon klar. Wurde aber auch nicht richtig bestätigt, das Ganze. Das heißt, man kann nur vermuten und spekulieren und die guten alten Spekulatius aus der Schublade rausziehen. Mehr aber auch nicht. Ne? Deswegen mal schauen. Aber zum ersten Eindruck, so etc., wie die Insel aussieht, sieht auf jeden Fall nice aus. Ich bin mal gespannt und ja, schauen wir mal. Ne? Mehr kann man auch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir uns die Starter-Pokémon mal anschauen. Wir fangen einfach mit dem allerersten Poké an, was jetzt nonstop hier und da in der Ecke, jede Ecke höre ich das. Der gute alte Bautz. Der wird hier richtig gehypt, ne, der Kollege hier. Ne? Also ich selber finde ihn sympathisch, ne. Generell von den allen drei Starters finde ich die nicht schlecht. Also ich höre auch immer wieder jetzt zwischendurch, die Starter sind nicht gelungen. Kann ich nicht so unterschreiben. Ich finde das viel besser als in der fünften Gen Starter. Ganz ehrlich, meine Meinung, wie gesagt, jeder hat da so seinen Geschmack, ne? Und ich finde, die Starter sind auf jeden Fall gelungen. Bis jetzt. Mal gucken, was die Entwicklungsstufen sind, ne? Weil am Ende guckst du ja mit der Entwicklungsstufe rum und nicht mit so einem Bautz, ne? Du willst ja das später auch weiterentwickeln, irgendwie voranzukommen. Naja, Bautz, Pflanze, Flug-Pokémon, vielfach Schwäche, Eis. Gut, hat halt sein Problem mit Eis, der kleine Kauz. Aber dennoch sieht es auf jeden Fall sympathisch aus, wegen der Animation. Er kann nach hinten gucken, nach oben, links, rechts. Sieht auf jeden Fall sehr strange aus, die Animation. Und ja, generell, mal schauen. Ne? Mal schauen. Ich werde mir aber dieses Starter-Pokémon nicht als erstes holen. Nein. Ich werde generell wahrscheinlich alle drei irgendwann mal holen, aber mein Favorit ist nicht Bounce. So, dann gehen wir mal auf die andere, sag ich mal, auf das andere Starter-Pokémon, das Feuer-Starter-Pokémon, und zwar Flamiau! Ja, ein Vierbeiner. Vierbeiner erinnert mich an der sechsten Gen an Finx. So. Finx, ziemlich nice. Später fand ich es nicht nice. Zweibeiner. Sie sah für mich irgendwie sehr komisch aus. Irgend so eine kleine Hexe oder so. Ich hoffe mal, das bleibt ein Vierbeiner. Und am Ende ein Jaguar sieht das so aus. Ne? Das ist wie so ein Jaguar oder ein Puma oder was auch. Irgendwie sowas in Art. Irgendwas vierbeiniges, bissiges. Ja, cooles halt. Ne? Irgend so ein bisschen mit Zorn dahinter oder so. Würde ich mich echt freuen, dass das irgend so eine, später so eine Entwicklung kriegt. Und dass es nicht zum Zweibeiner wird. Und wenn es zum Zweibeiner wird, dann halt auch mit Schmackes dahinter oder so. Das würde ich mich, würde ich mir wünschen auf jeden Fall. Naja, schauen wir mal, was so gut das gute Ding dann halt dann kann. Das gute alte Flamiau, aka Machark. Nun ja, das wird aber auch nicht, beziehungsweise ist es nicht mein Favorit, Poki, sondern das nächste. Und zwar der gute, ja, ich wollte sagen Otter, ist aber leider falsch. Seerobbe, Freunde, oder Seehund, eher gesagt. Der gute alte Seehund hier, Robal, der
Den finde ich nice. Den finde ich nice. Erstens, sieht sehr sympathisch aus, schon anfangs irgendwie. Sehr lustig. Und ich bin mal gespannt, wie der später sich entwickelt. Ne? Also, vielleicht wird das voll die Killer-Robbe. Ne? Die Killer-Robbe schlechthin. Je nachdem, generell Animation auch sehr, sehr niedlich gemacht alles. Und das ist auch ein kleiner Hinweis, dass das Ganze auch in Hawaii spielt, weil in Hawaii gibt es auch Seehunde und so etc. Deswegen schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal. Also, das ist auf jeden Fall mein Favorit von den drei. Und das werde ich auf jeden Fall anfangen, soft zu resetten. In Shiny, das wird das erste, sage ich mal, Pokémon sein. Und die anderen werden dann halt mitziehen, je nachdem, wie ich das Ganze gestalte. Bis dahin ist noch, sage ich mal, Zeit. Kann man sich ja noch immer umentscheiden oder sonst wie. Aber ich finde das zurzeit eigentlich, das ist mein Lieblings-Pokémon. Also in der siebten Gen jetzt als Starter. Ne? Sieht auf jeden Fall nice aus. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen ins Bootchen. Ne? So. Aber da kamen aber noch andere Informationen, nicht nur jetzt, wie die so aussehen, etc., Animation und, nein, sondern auch die zwei Legendaries auf den Covern. Ich habe den Leuten auch gesagt, die werden auch mit den Covers anfangen. Als erstes haben die nur ein Muster gezeigt, beziehungsweise nur Farbverlauf an den Covers, das war vor ein paar Wochen. Jetzt haben die auch natürlich die Legendaries auf den Cover endlich mal drauf geballert und die sehen richtig nice aus. Also wirklich, ich bin jetzt nicht der typische Hype-Boy, ich hype einfach alles, nein. Ich mache da auch Kritik, ne? Also keine Angst. Nur ich hype die, weil ich finde die einfach nice. Ne? Also ganz ehrlich, der Feuerstarter, ich sag mal Feuerstarter, man weiß es nicht, was für Elemente sie haben werden. Man kann nur spekulieren. Solaleo heißt er angeblich auf Deutsch. Vielleicht heißt er in Deutsch anders, man weiß es nicht. Die Namen wurden halt so gesaved auf Japanisch etc. Vielleicht heißt er auf Deutsch nur Solar... Bär. Man weiß es nicht, ne? Man kann jetzt nur spekulieren, aber ich nehme einfach diesen Namen und ja, er sieht selber auf jeden Fall sehr nice aus, erinnert mich ein bisschen an, ich vergleiche mal gerne auch Sachen, nur so zur Info, dass vielleicht der eine oder andere auch den Vergleich sieht, was ich sehe. Grab Leomon bzw. Cyber Leomon, wie heißt der nochmal? Ne, Grab Leomon war der auf zwei Beinen, die Vorentwicklung davon. Oder beziehungsweise die Mega-Entwicklung von Leomon generell. Die sieht dann auf jeden Fall so aus wie er hier. So ein bisschen. So kleine Merkmale. Wiederum sieht das aus wie was anderes. Und zwar, falls sein Schwanz eine Schlange wäre. Da sieht das wiederum anders aus. Was anderes. Aber generell sieht das auf jeden Fall lustig aus. Im Video hat man gesehen, dass er auch seine Ulti rausgepackt hat. Wie das Ganze aussieht. Nice. Ne? Da kam ich aber zum Nachdenken. Vielleicht kriegt das einen neuen Typ. Ne? Es ist vielleicht das, der Typ Feuer, ich denke mal 100%, das muss mindestens Feuer haben. Aber plus zusätzlich vielleicht noch ein anderer Typ. Man munkelt auch, vielleicht gibt's ihn, heißt der neue Typ Galaxy oder Galaxy, beziehungsweise Galaxie oder halt irgendwas anderes, was total Neues. Ne? In der siebten Gen kam ja auch ein Typ rein, der Typ fehlt, vielleicht kommt ja auch noch einer rein. Man weiß es nicht, man kann nur spekulieren, deswegen mache ich das Video, dass jeder mal spekulieren kann. Würde gerne unter dem Video mal schreiben, was ihr so denkt. Und ja, zum nächsten Poké hier, das andere Legendary, was ich auch finde, ziemlich nice finde, muss ich ehrlich sagen, da ist es richtig schwierig. Also, was ich jetzt bevorzugen würde, oben, also entweder das aus der aus Mondcover oder Sonnencover. Keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht sagen, was ich jetzt mehr nehme. Von den Informationen, was sie gezeigt haben, sind die auf selben Level für mich. Das heißt, später vielleicht wegen dem Typ vielleicht entscheiden oder so. Keine Ahnung, weiß man nicht. Also ich finde die beide nice. Der selber heißt jetzt Lunala, oder so? Lunala, richtig? It's right, ich keine Ahnung, weil der Name noch nicht richtig offiziell bestätigt wurde. Ja, der wurde zwar gesaved, aber man weiß es, auch die Starter heißen auf Französisch anders, auf Koreanisch, auf Japanisch und Englisch anders. So wie auf Deutsch, deswegen mal gucken, wie das hier bei uns so heißen wird. Fakt ist, der selber sieht für mich aus wie aus einer Mischung aus so, ja, Uhavnir plus Batman-mäßiges, keine Ahnung, irgendwas, ne? Die haben sich aber auch ein bisschen an, an die Welt, an so einen Satelliten würde ich sogar sagen, weil, keine Ahnung, ist die Flügel, wenn er da ausbreitet, sieht er für mich wie ein Satellit aus. Aber gut, gucken wir mal. Er sieht auf jeden Fall nice aus, auch von ihm hat man eine Ulti gesehen, sieht nice aus und, ja,
Ich bin mal gespannt. 23. November kommt das Ganze bei uns raus. Bei den Japanern kommt das ein bisschen vorher raus. Ich glaube, der 18. war das. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch am 18. mir die Edition auf Japanisch holen, dass ich mir das Ganze mal anschaue. Selber will ich aber erst ab 23. wirklich mit euch durchstarten. Also so ist das nicht. Deswegen, ja, schauen wir mal. Ja, eine Sache ist mir noch aufgefallen im dem Real-Life-Trailer. Es gab ja zwei Trailer an diesem Tag. Einmal den Gameplay-Trailer und einmal der, sag ich mal, Real-Life-Trailer, wo halt ein kleiner, sag ich mal, junger Mann das Spiel schon vorher spielen darf. Naja, wir müssen leider noch warten, 6 Monate. Und da hat man auf sein 3DS gesehen, dass man seinen Charakter nochmal individueller machen kann. Wie bei X und Y kommt man zwischen drei, sag ich mal, Haupt Farben auswählen, auch Frisur anders, und hier kann man das auch sogar in 4 Varianten, also jeweils 4, männlich, weiblich, 4 Stück, und somit heißt das auch für mich sehr stark auch eine Bestätigung, dass man später auch Klamotten ändern kann, ne? Und sowas finde ich richtig nice, denn bei X und Y war das, sag ich mal, unterwegs, bei Oras leider nicht. Aber wahrscheinlich war das wegen dem Remake, dass das irgendwie nicht gepasst hat, das Ganze. Finde ich auch nicht so schlimm. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn das bei der 7. Gen wieder zurückkommt. Dass man sozusagen ja, die Charaktere dann, sag ich mal, individuell gestalten kann. Für die Multi-Battles oder generell einfach für Just for Fun etc. Ja, generell hat man auch gesehen, die Grafik hat sich auch wieder verbessert. Wenn man X und Y mal, sag ich mal, sich reinzieht, sehen die Figuren so ein bisschen nach Chibi aus noch, ne? Aber hier, das sieht sogar so ein bisschen langgestreckt jetzt ein bisschen aus. Also nicht schlechter, sondern viel, viel besser. So gehen die mehr in die 3D, sag ich mal, Schiene rein. Und ja, auf jeden Fall top, da haben die schon mal gepunktet bei mir. Und alles andere kann nur gut werden. Kann nur gut werden. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, sagt mir einfach Bescheid, was eure Lieblingsedition ist. Sun, Moon, einfach unter dem Video schreiben, würde ich mich freuen. Oder was euer Lieblings-Starter-Poké ist. Oder was generell ihr zu diesen, sage ich mal, Infos sagt, was Nintendo uns so gegeben hat. Und ob ihr euch überhaupt auf Sun und Moon freut. Oder holt euch hier beide Editionen. Welches Legendäre ist euer Favorit? Eher der Uhavnir im Spider-Man oder beziehungsweise Batman-Feeling mit Antenne oder eher der Löwe. Ja, einfach unter Video schreiben, Freunde, würde ich mich freuen. Ich werde es auch kommentieren, und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, euer Zacharias. Ciao.